Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Fishing Sim World. Und zwar sind wir heute wieder unterwegs. Wir sind wieder beim Turnier. Immer noch Raubfisch. Ich habe noch nichts gefangen. Und so wie es aussieht, mache ich wieder den letzten Platz. Aber diesmal sind wir mit dem Boot unterwegs. Also das ist natürlich was Neues. Aber ich habe jetzt zwar schon einen Hecht gesehen oder sowas. Aber gefangen habe ich nichts. Bis jetzt. So. Und wir sehen, wir werden da durchgereicht. Die anderen sind da viel erfolgreicher. Und wir sind da immer noch irgendwie ewiger Amateur. So, wir haben den Anhieb nicht gut gesetzt. Wir haben viel zu viel. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal einen Biss. Und wir haben einen kleinen Zander. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir müssen jetzt nur versuchen, Raubfische zu angeln. Und nicht so wie das letzte Mal haben wir alles gefangen. War zwar ein guter Fang, alles dabei, aber das zählt nicht. Wir müssen da schon ein bisschen gucken, damit wir da das Richtige fangen. Oh, schon wieder zu fest. Oh, der geht aber richtig los hier. Aber das ist letztes Mal auch so super gelaufen zum Anfang und dann haben wir nachher gar nichts mehr rausbekommen. So, jetzt sehen wir wenigstens was vom Boot. Der schwimmt hier ums Boot rum. Vielleicht ist es ja diesmal was Größeres und bringt uns da doch ein paar Punkte ein. Das ist irgendein Barsch, aber ja, da käme ich nicht aus. Forellenbarsch. Aha. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, langsam macht mir das Spiel Spaß. Aber wir müssen jetzt nicht verzagen. Also der Frosch, den ich hier als Köder habe, der scheint ganz gut zu laufen. Vielleicht müssen wir nachher auch noch die Stelle wechseln. Wir wollen vielleicht auch noch mal eine Runde mit dem Boot fahren. Aber ich glaube, so oft hintereinander kann hier gar nichts beißen. Könnten eigentlich mal hier Richtung Steg. Da stehen sie auch noch manchmal gerne, die Raubfische. So, und vielleicht ändern wir auch noch den Köder. So, jetzt werde ich nämlich die anderen fangen schon wieder alle was. Okay, Angelroute ändern. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit dem Boot. Das ist hier nämlich viel cooler.
Schauen, ob wir da noch mal so ein lauschiges Plätzchen finden. Die haben das ja irgendwie, kann ich das doch noch so machen? Genau, ich fahre noch mit dem Ding rum. Wie muss ich das jetzt machen, damit ich da... So, das ist nämlich dann, wenn man Amateur ist. Habe ich jetzt wieder den Frosch am Wickel. Also das hier ist sowieso ganz flach. Das ist komplett blöd hier, die Ecke, glaube ich. So, jetzt hol das Ding ein hier. Ich glaube, hier ist blöd. Können wir nicht woanders hinfahren? Noch 9 Minuten Zeit und ich bin auf dem Platz 9. Vielleicht hätte ich doch da bleiben sollen, wo ich war. Auf jeden Fall macht es richtig Laune, mit dem Boot zu fahren, muss ich sagen. Aber ich sehe die anderen gar nicht. Wo sind denn die anderen? Die sind gar nicht animiert, glaube ich. Ah, jetzt habe ich nämlich hier das Radar. Hier sind überall Fische, so wie es aussieht. Hier ist auch ein dicker Fisch. So, hier will ich angeln. So, Angel werfen bitte. Zu schnell. Irgendwie fahre ich im Kreis, glaube ich. So, ich versaue mir zum Schluss wieder alles. Ich muss ja unbedingt noch den Standort wechseln. Oh, perfekter Hieb. Ich habe irgendwas dran. Unglaublich.
Der ist voll draufgesprungen. Habt ihr das gesehen? Oh, jetzt gibt er noch mal Gas. Bestimmt wieder so ein Zander oder sowas. Die kämpfen wie die Weltmeister. So, jetzt komm schon. Noch ein Fisch zum Schluss, das wäre noch gut. Und was ist es? Auch wieder irgend so ein Barschdingens. Persönlicher Rekord. So, zweiter Platz. Kann ich jetzt mein Boot da noch irgendwie lenken? Ah. Bevor wir das Boot noch lenken, schauen wir lieber, damit wir da noch werfen können. Unter meinem Boot war jedenfalls einer. Vielleicht haben wir noch Glück. Ganz so schlecht sind wir diesmal nicht. Jetzt werden wir noch mal durchgereicht. Oh, schon wieder auf dem sechsten Platz. Ich sag, das ist halt spannend, wirklich bis zum Schluss. Aber ich glaube nicht, damit wir da noch mal einen Biss bekommen. Ich meine von 100. Da wäre es gar nicht so schlecht. Von 100 Leuten da vielleicht denn diesmal nicht 100. zu werden, das wäre natürlich schon. Es ist einfach spannend. Beißt noch einer an, beißt keiner mehr an, es beißt sowieso keiner mehr an. Bin zu weit weg vom Ufer, habe ich das Gefühl. Aber es zeigt mir immer noch Fische an da oben. So, ein Fisch fehlt mir noch, denn könnte ich da noch mal nach oben steigen. Ich bin wieder auf 33.
Noch eine Minute. Wir haben noch mal den Standort gewechselt, in der Hoffnung, noch mal einen Fisch an die Angel zu bekommen. Aber das wird nichts mehr, glaube ich. 64, 65. Da macht das Spiel gar keine Kompromisse. Das lässt mich einfach hier sitzen. So, würde ich sagen, der letzte Wurf. Und dann haben wir das Turnier wahrscheinlich wieder als Hundertster beendet. Das ist ja unglaublich. Jetzt kommt da noch ein dicker, fetter Fisch vorbei. Aber für mich ist es gegessen. Jetzt hat er noch gebissen. Das ist unglaublich. Oh. Glasaugenbarsch, Forellenbarsch und Schwarzbarsch habe ich gefangen. Hat aber nicht gereicht. Rang. Wo steht denn jetzt der Rang? War ja irgendwo bei 78. Nicht gerade berauschend. Oh. Position 90, okay, nicht mehr letzter. Sehr schön. Aber ja, es geht natürlich noch weiter mit diesem Event und vielleicht schauen wir beim nächsten Mal wieder mit rein. Vielleicht wäre ich ja irgendwann auch noch Profi. Wahrscheinlich nicht. Ich bedanke mich erstmal, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.